Herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Marion und seit bald 30 Jahren spirituelle Trainerin, Beraterin und Coach. Ich begleite Menschen in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung und freue mich jetzt sehr, dass du da bist und wir gemeinsam uns einem Reading widmen können zum kommenden Portaltag. Portaltage sind ja immer die Tage, denen man nachsagt, dass da die Schleier zwischen den Welten sehr dünn sind, dass wir zum einen Wünsche sehr gut manifestieren können, dass wir aber auch auf das, was wir träumen, sehr stark achten sollten und dass uns vielleicht auch so manches stärker bewusst wird, wenn wir uns denn dem Ganzen widmen. Und was jetzt heute an besonderen Energien für diesen Portaltag zur Verfügung stehen, das möchte ich mit dir jetzt mit Hilfe der geistigen Welt hier herausfinden. Ich hoffe, dass alle Engel, Erzengel, Geistführer, alle lichten, guten Kräfte jetzt hier mithelfen werden, dass wir genau das rausfinden, was für dich jetzt wichtig ist. Bitte achte darauf, dass es trotzdem ein allgemeines Reading ist. Ja? Das heißt, es kann auf dich zutreffen, es muss aber nicht. Wenn du also nach ein paar Minuten dieses Videos merkst, es geht nicht mit dir in Resonanz, es ist nicht stimmig für dich, dann schalt bitte einfach aus, schau dir vielleicht ein anderes Video von mir an oder ein Video auch von einer Kollegin. Du findest hier auf YouTube ja ganz, ganz viel Auswahl. Und bitte nur dann dabei bleiben, wenn du wirklich merkst, ja, da triggert mich was, das fühlt sich stimmig an, da kann ich ja sagen dazu. Ja? So, die Hauptenergie für den Portaltag möchte ich aus dem Shadows and Light Oracle von der Lucy Cavendish ziehen. Und mal schauen, was da kommt. Liebe geistige Welt, ich möchte bitte die Hauptenergie für den kommenden Portaltag. Unter welcher Hauptenergie? Haben wir schon. Die Fee der grünen Welt. Die Natur braucht dich. Das ist die Karte, die Energie. Und jetzt schauen wir mal. Ich lese euch die natürlich auch vor. Diese kleine grüne Fee verkörpert die Lebenskraft der Natur. Wie passend zum Frühling, ne? Sie kümmert sich um hängende Pflanzenköpfe, die zu wenig oder zu viel Wasser bekommen haben. Und ist eine Heilerin oder Pflegerin der Wald- und Gartenwelt. Sie freut sich jedes Mal, wenn jemand diesem Reich Energie widmet. Und jede noch so kleine Anstrengung hilft den Pflanzen unseres Planeten, die bereits sehr erschöpft sind. Denn wir erwarten von immer weniger Bäumen und Wäldern immer mehr lebensspendenden Sauerstoff für Tiere, Elemente und natürlich für uns Menschen. Wenn die Kleine von dem Bewusstsein überwältigt wird, was wir der Natur angetan haben, dann erscheint sie und bittet uns um unsere Hilfe. Sie wird sie dreifach vergelten. Die grüne Welt verändert sich und ich bitte um deine Hilfe. Die Welt braucht dich im Moment, damit du dich auf irgendeine Weise um die Natur kümmerst. Es ist Zeit, einen Garten anzulegen, anderen bei ihrer Gartenarbeit zu helfen oder Gartenerträge oder Blumen aus deinem Garten mit anderen zu teilen. Nutze Solarenergie besser als bisher. Entdecke eine eigene Wasserversorgungsquelle. Wende dich ein wenig von den Supermärkten ab und versuche, zumindest etwas Strom einzusparen. Lerne wieder im Einklang mit der grünen Seele der Welt zu leben. Durch dein leuchtendes Beispiel nährst du Mutter Erde, die sich an manchen Tagen schon sehr müde fühlt. Such dir ein Plätzchen auf einer Waldlichtung oder irgendwo unter Bäumen und leiste ihr dort ein wenig Gesellschaft. Wenn sie dir durch das Rascheln der Blätter im Wind Worte der Weisheit zuflüstert, erfährst du den besten Ort und die Zeit für deine Spende an die Natur. Die Feen werden sich dir im Gegenzug erkenntlich zeigen. Ja, für mich ein Aufruf, natürlich etwas für die Natur zu tun, ja, aber auch in die Natur rauszugehen, um wieder deine Kraftreserven aufzufüllen,
Vielleicht auch, ja, jetzt im Frühling, dir Blumen zu kaufen. Ich habe hier hinten ja schöne Tulpen stehen, um was zu pflanzen. Und was ist denn der Sinn des Ganzen? Es geht immer um Wachstum. In der Natur geht es für mich immer um Wachstum und natürlich auch, ja, um diese Jahreszeiten, die auch bestimmten Periodenwechsel immer auch anzeigen. Ja? Jede Jahreszeit hat ja ihre spezielle Wachstumsphase. Der Winter ist der Stillstand, der Frühling, da wird gesät, da fängt alles an zu blühen. Dann haben wir den Sommer, in dem dann die Dinge wachsen und gedeihen. Und wir haben den Herbst, wo es darum geht, dass wir das Ganze dann auch ernten können. Also, bei der federgrünen Welt geht es meines Erachtens darum, dass dieser Portaltag genau für dieses Wachstum steht. Geh raus in die Natur, beschäftige dich mit dir und deinem Wachstum, sähe vielleicht auch Dinge, die dir dann Wachstum bringen werden. Ob jetzt tatsächlich in Form von Blumen und Pflanzen oder von irgendwelchen anderen Projekten. Ja, der Frühling kommt, es will etwas gesät werden. So, jetzt schauen wir mal mit dem Mucha-Tarot, nehme ich heute her. Welche Energien dir denn jetzt im Speziellen für dieses Wachstumsthema, jetzt muss ich schauen, ob ich es richtig genommen, für dieses Wachstumsthema zur Verfügung stehen. Ich mag die immer nicht so gern so ratschen lassen, weil da gehen die Karten so schnell kaputt. Deshalb bin ich da mal ein bisschen vorsichtiger. So, wir schauen mal, bitte, liebe lichte geistige Welt. Welche Energien stehen uns jetzt beim Portaltag zur Verfügung, um ins Wachstum zu kommen, um dieses Thema Wachstum auch zu unterstützen? Bin gespannt, was da springen mag, was da rausfällt. Eine kommt schon. Noch eine. Und noch. Mal schauen, erstmal hier die erste sind die zwei Stäbe. Ich erkläre sie dann nachher. Ja, die zwei Stäbe. Dann kommen die sechs Schwerter. Noch eine Karte. Sie wollten nicht ganz. Und eine Karte. Dann kamen die acht der Schwerter. Die vier der Schwerter. Was hilft uns ja noch ins Wachstum? Was unterstützt uns beim Wachstum? Aha, okay. Nehmen wir die vier noch. Dann haben wir hier die drei der Kelche. Wir haben das Ass der Münzen. Wir haben die drei der Münzen und den Ritter der Kelche. Wunderbare Karten. Ja, was wollen uns diese Energien jetzt mitteilen? Es geht also um das Thema Wachstum. Was hilft uns beim Portaltag, diesen Energien, die momentan gerade wirken, besonders gut nach vorne? Also, die zwei der Stäbe ist eine Karte, die sagt, du bist noch nicht so richtig entschieden. Ne? Du stehst noch zwischen zwei Möglichkeiten, stehst so an einer Pforte, an einem Tor, bist aber noch nicht so richtig bereit, nach vorne zu gehen. Und vielleicht, wenn man es auf diese Frage bezieht, welche Energien helfen dir jetzt besonders gut dabei ins Wachstum? Dann geht es vielleicht momentan auch gerade noch darum, ja, erstmal noch einen Moment innezuhalten, stehen zu bleiben und vielleicht nochmal genau diese Möglichkeiten, die du hast, zu überprüfen für dich.
Ja? Also das ist noch nicht der Punkt, jetzt sofort loszupreschen, sondern erst noch mal kurz in dich reinzuspüren, was will ich denn eigentlich? Der nächste Schritt wäre dann aber, in die Gänge zu kommen. Ja, die Sechs der Schwerter, da sieht man, da legt ein Boot ab von einem Ufer, um an ein anderes Ufer zu kommen. Das heißt, da geht es darum, aus alten Energien rauszugehen und auf etwas Neues zuzusteuern. Das heißt, wenn du dich hier tatsächlich entschieden hast, wo will ich denn hin, dann geht es hier darum, dass du auch tatsächlich die Energie dazu bekommst, das umzusetzen. Also in das neue Land, in die neue Situation, zu dem neuen Menschen, wo auch immer, hinzusteuern. So, dafür bekommst du hier die Energie, aber auch tatsächlich aus alten Themen rauszugehen, tatsächlich dich auch zu befreien von scheinbaren Gefängnissen. Ja? Also all dem, wo du glaubst, dass du noch nicht gut genug bist, dass du noch nicht bereit dafür bist, dass das noch nicht die richtige Zeit ist. Das sagt das Universum jetzt ganz klar, doch, es ist die richtige Zeit. Ja? Du darfst hier mit diesem Boot jetzt ablegen. Das geht aber nur, wenn du dich hier traust, diese Bänder abzunehmen, die gar nicht festgemacht sind an dir, diese Augenbinde abzunehmen und aus diesen Schwertern, die ja vorne offen sind, einfach rauszugehen. Du darfst mit den vier Schwertern ruhig auch nochmal in den Rückzug gehen. Du darfst dich auch nochmal reinspüren. Das Ganze ist ja immer ein Prozess. Ja? Du bekommst hier Ruhezeiten. Du darfst sie nur sehen und annehmen. Also geh nochmal in die Ruhe. Spür auch in jeden Schritt immer nochmal rein, dass du sicheren Boden hast unter den Füßen. Ja? Also entscheide dich, geh los, lass Altes los. Und spür hier auch immer noch mal rein, geh immer noch mal in die Innenschau. Ist es stimmig? Passt es so? Tut es gut? Wie fühlt sich das an? Ja, damit du nicht zu schnell nach vorne preschst und vielleicht auch das eine oder andere dabei übersiehst. Eine ganz wundervolle Karte sind die drei der Kelche, denn die sagen, du sollst auch jeden Schritt, den du erreicht hast auf deinem neuen Weg, dann auch feiern. Ich kann mich erinnern, als ich noch einen Garten hatte, ja, da habe ich im Februar schon immer mit den Augen Zentimeter für Zentimeter den Boden abgesucht und geschaut, wo ein neues Pflänzchen rauskommt, ein Krokus oder ein Schneeglöckchen oder was auch immer. Und da habe mich total drüber gefreut und das habe ich jeden Tag gemacht. Ich habe immer wieder geguckt, wie weit ist es denn schon, ja? Und da habe mich so darüber gefreut und es geht um diese Freude, dass du genau hinguckst, ja, was widerfährt dir da Wunderbares? Wie geht es weiter? Wie fühlt es sich an? Wie fühlt sich dieser nächste Schritt an? Und den dann auch tatsächlich zu feiern, zu genießen, wertzuschätzen. Ne? Das also tatsächlich auch als solches zu registrieren und auch dankbar dafür zu sein. Ja? Also das ist auch so eine Dankbarkeits- und Erntekarte durchaus. Du darfst dir gewiss sein mit dem Ass der Münzen, dass das Universum, wenn du dich hier traust, tatsächlich eine ganz wertvolle Chance für dich bereit erhält. Ja? Nur Chancen muss man auch erkennen. Das Universum hält uns ja immer wieder Dinge hin und wir können dran vorbeigehen, weil wir vielleicht noch diese Augenbinde vor uns haben oder aber wir sehen sie und nehmen sie an. Das heißt, in dieser Kartenreihenfolge kriege ich da ganz klar rein, dass je mehr du dich traust, diesem Weg zu folgen, den du dir da ausgedacht hast, den du da beschritten hast, desto sicherer kannst du auch sein, dass das Universum dir immer wieder neue Möglichkeiten, immer auch wieder neue schöne Chancen hinstellen kann, damit es wieder weitergeht. Also du kommst hier in ein stetiges Wachstum. Ja? Das ist das Interessante hier dabei, dass in dem Moment, wo wir den Mut haben, uns tatsächlich auf was Neues einzulassen, bekommt es einen Automatismus und dann ziehen wir immer mehr Neues, immer mehr Gutes, immer mehr Glück auch in unser Leben. Du darfst dir auch bewusst sein drüber,
dass es sich hier um eine Lernaufgabe handelt. Also die drei der Münzen stehen immer für Lernen, für Zusammenarbeiten, für Lernaufgabe. Ja? Vielleicht arbeitest du tatsächlich mit anderen hier zusammen. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass du auch Menschen mitnimmst auf deiner Reise, mit denen du etwas zusammen erschaffst, gemeinsam etwas Neues kreierst. Vielleicht heißt es aber auch hier einfach nur, dass du etwas lernen darfst auf diesem Weg, etwas, dass es eine Lernchance ist für dich, weil du vielleicht neue Fähigkeiten entdecken wirst, entfalten wirst, dich auf eine besondere Art und Weise ganz neu auch erleben wirst, wenn du da wieder an den Frühling denkst, an die Blumen, ne, auch wenn das vielleicht dieselbe Zwiebel ist, noch vom letzten Jahr, aber die Pflanze, die daraus wächst, ist ja wieder ganz neu. Ja, die Blüte, die da rauskommt, wenn du eine Hyazinthe zum Beispiel nimmst, die schaut nicht wieder genauso aus wie letztes Jahr. Die ist vielleicht ganz anders gewachsen. Die ist vielleicht auch in ihrer Farbe nicht ganz gleich wie im letzten Jahr. Das heißt, wir werden ja auch immer wieder neu geboren und wir dürfen uns dieses selbst neu geboren werden auch immer wieder erleben lassen, indem wir eben neue Wege gehen und uns lernen lassen, erfahren lassen mit dieser Energie, was sich da dann dahinter an tollem, neuen und schönem verbirgt. Ja, und dann haben wir noch als letztes den Ritter der Kelche. Der Ritter der Kelche ist ja jemand, der ein konkretes, liebevolles Angebot überbringt, ja, eine liebevolle Botschaft, eine Einladung, eine Nachricht, was auch immer. Jetzt in dem Zusammenhang, weil ich es ja jetzt auch nicht auf die Liebe gedeutet habe, sondern jetzt wirklich auf deine Chance. Es kann natürlich sein, dass hier tatsächlich jemand kommt, ein Mann oder eine Frau in dein Leben kommt, welcher dir hier ein liebevolles Angebot macht. Ich möchte es aber hier in dieser Legung darauf beziehen, dass ich sage, ja, dann kommst du auch immer mehr in die Liebe. In die Liebe zu dem, was du tust, zu dir selbst und auch zu allem, was dich umgibt, auch vielleicht zum Leben. Und vielleicht will dir das Leben hier auch einfach mehr Liebe schenken. Und du wirst dieses auf diesem Weg, den du da gehst, auch bekommen, erreichen. Ja? Also wenn du Liebe als Anerkennung auch nimmst, wenn du Liebe als Zuwendung nimmst, ich meine jetzt in dem Fall hier nicht die partnerschaftliche Liebe, sondern tatsächlich all das, was du erfahren wirst an Glück, an Freude, an tiefer Erfüllung, wenn du deinen Weg gehst. Ja? Das bedeutet, hier ist eigentlich vom Universum ein wunderbarer Weg gelegt dafür, als Energie für diesen Portaltag, was du verwenden kannst, um jetzt tatsächlich durchzustarten, um loszugehen, in dein Wachstum zu kommen, damit du dann auch tatsächlich das ernten kannst, was du dir wünschst. Also die Energien stehen auf grünem Licht hier. Ja? So, als Abschluss für dieses Reading, wollen wir es heute mal nicht ganz so lang machen, habe ich von der Shamula noch die lichte Kraft der Engel aus diesem Orakel jetzt eine Karte, die ich für dich ziehen möchte, einen Engel bitte, eine Engelkraft, die dich noch unterstützt, ja? Die dich auf deinem Weg hier, weil hier geht es mit den sechs Wertern ja um einen Weg, um eine Reise. Welche Engelkraft unterstützt dich auf deinem Weg? Wer ist hier an deiner Seite? Hat sich eine umgedreht. Da brauche ich jetzt meine Brille dazu. Das ist Elohim, Claire und Astrea, Aufstieg und Auferstehung. Richte die Kristalle in dir, in der Quelle des einen Lichtes aus. Lasse dich durchströmen, reinige dich, sodass sich die Energie in dir erhöhen kann und du über dich hinaus wächst, das Wachstum, ne? In die Ebenen der Herrlichkeit, der Vollkommenheit und des Lichts. Zeig dir die Karte noch.
Wow, was für eine Engelenergie. Also man hilft dir hier bei deinem Wachstum, heißt es. Ja? Du wirst über dich hinaus wachsen, wenn du hier tatsächlich ja, in die Gänge kommst. Wenn du dich traust, wenn du zu neuen Ufern aufbrichst, wenn du auch immer wieder mal einen Stopp einlegst, innehältst, korrigierst. Wunderschön. So, ja, ich hoffe, das Orakel hat dir gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein Like hinterlässt oder auch einen Kommentar oder ein Abo, sofern du noch nicht einer meiner lieben Abonnenten bist. Ich würde mich sehr freuen, auch wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und für heute wünsche ich dir alles Liebe auf deinem Weg. Mach's gut.